ist. Ja, du bist ja zufällig hier vorbeigekommen, hast mich hier entdeckt am Flugplatz. Finde ich schon gut. Ich habe jetzt eben Start gemacht. Ja, und jetzt will ich nochmal versuchen. Man sieht also hier oben, es ist nichts mehr, es ist stockdunkel. Und wir werden jetzt nochmal fliegen. So, das sind 5000er, ne? Ja. 5000 Akku, 3 Zellen. Okay. So. So, das ist ziemlich stramm. Das ist die Notbeleuchtung hier, falls mal der Hauptscheinwerfer ausfällt. Da habe ich jetzt hier eine neue LED-Scheinwerfer eingebaut. Der LED-Scheinwerfer, der ist ganz schön hell, würde aber so blenden. Und wenn ich jetzt die Haube drauf mache, dann wird das Licht etwas diffuser. Und man kann an der Haube jetzt sehr schön die Lage des Modells erkennen. Vorne, Seite, oben und so weiter und so fort. Ja, zusätzlich haben wir außen rote Lampen und grüne Lampen und hinten gelbe Lampen. Jetzt prüfe ich mal die Funktion. So, Querruder, Bödenruder, Tiefe, links, rechts, Seite. Sensor 4, 4.904. Sieht jetzt sehr schön, also die Lampen brauchen schon 3 Ampere hier. Das ist der Strom, der im Moment fließt und das ist die Strommenge. Ich habe den auf 5000 eingestellt und jetzt zählt er rückwärts. 4954, das sind jetzt die Lampen, die schon Strom brauchen. Deswegen starten wir jetzt mal bald. Geht der Seitenruder ja, ne? Ja, das tut sowas. Geht hin und her, ne? Okay. Kannst du das nicht mal ausmachen, sonst müssen wir erstmal an die Motoren. Da hätte ich nämlich nicht gesehen, dass der Scheinwerfer aus ist. Los geht's. Ja, man sieht wirklich nur die Lichter und keinen Hintergrund. Ja gut, aber man sieht doch, dass hier dunkel fliegt. Definitiv. Ah ja, 4113,975. Hochverzählend. Spannung ist auch irgendwo, die muss ich aber dann offen machen. Wird aber angesagt, so, jetzt mache ich mal gleich einen tiefen Überflug. Spannungssensor. Ja, da solche hohen Gasstöße, die brauchen natürlich Strom. Ne? Ja, mit dem ganzen Scheinwerfern. Deswegen habe ich bei den Nachtfliegern einen Strom und einen Spannungssensor drin. Ne? Weil ich ja jetzt nicht weiß, ob er leer ist. Wenn ich nur einen Spannungssensor hätte, ist schlecht. Sensor 4, 3438 mAh. Sensor 5, 11,3 Volt. Er erholt sich aber wieder, ne? Hat wieder 11,2 Volt. Das ist ein Bild. Ach so, hast du 2-Stufen-Alarm. Ja, einmal die Strom und einmal die Spannung. Ach so. Ja? Die Spannung ist jetzt schon die Warnlampe an, ja? Hier. Und wenn ich jetzt bis 1000 runtergeflogen wäre, das Tankstellenzeichen ist die Kapazität. Dann würde die auch blinken. Bei 1000 dann brummt er nochmal und macht ist so ein kleiner Motor dran, der eine Unwucht macht. Wenn ich mir gestern einzuschalten, das ist mir auch schon mal passiert, dann sieht man wenigstens überhaupt noch was. Ja, es geht nur am Flieger selber, ne? Nicht über den Sender. Das hatte ich auch schon mal über ein Relais und dann hat das nicht mehr richtig durchgeschaltet hinterher. Da hatte ich aber ein Problem nur. Da habe ich den in der Luft ausgeschaltet, wollte wieder einschalten und war schon halb dunkel und ging nicht mehr an. Seitdem mache ich das nur noch alles mechanisch. Da weißt du, wenn das zusammengesteckt ist, dann brennen die. Und Schalter ist natürlich auch besser. Ja, ich meine, es gibt ja auch keinen Grund, das auszuschalten in der Luft. Ja, zum Stromsparen, da hatte ich noch nicht die Ansagen und die Anzeigen, verstehst du? Ja. Kein Strommesser. Und dann bin ich schnell hingerannt, dann war der manchmal der Akku leer und dann konnte ich den vom Sender, wenn ich gelandet war, sofort alles ausschalten, die ganzen Stromverbraucher. Ja, ich bin ja früher gelandet mit fast leerem Akku, da hatte ich ja noch nicht die tollen Sachen. Ne? Spannungsanzeige,
und Stromanzeige. Und dann habe ich gesehen, oh, er wird langsamer, das Licht wird dunkler, dann bin ich gelandet. Und wenn er gelandet war, war der Akku praktisch leer. Das waren Nickel-Cadmium-Akkus, die konnte es ja tief entladen. Und dann habe ich schnell über dieses Relais, über den Sender, das abgeschaltet. Aber als dann das Relais mal irgendwann nicht richtig funktioniert, habe ich gesagt, nee, das machst du nicht mehr. So, jetzt gehen die Regler an. Da sind vier Regler drin, an jedem Motor ist ein Regler. So, jetzt spricht der da schon mit mir, das finde ich sehr nett. Alles klar. So, ich gehe aber dahinter her, warte mal, die Motoren angehen. Kann auch durch so ein paar kW tun. So, auf geht's. Hier geht kein Risiko ein, nur für mich. Das ist schlecht. Es ist ja schön, wenn in unserem Alter überhaupt noch etwas klappt. So ein schöner Flug jetzt, so ein Nachtflug. Ja. Jetzt lasse ich den Scheinwerfer mal an, dann sehe ich ihn. Ja. Strom sparen braucht man. Nee, ich auch nicht. Guck mal hier. So. Wunderbar. Hightech. Die LED. Ui, was ich jetzt sehe? Ja, gar nichts. Die Sonne. Die Sonne. So. Alles klar. So, Feierabend, Dankeschön. So.